Herzlich willkommen für uns zu unserem heutigen 30-minütigen Webinar. Mein Name ist Roland Dörr und ich arbeite als Kooperationsmanager bei Microtec Südwest und bin zuständig für die Medizintechnik und arbeite auch mit im Projekt Scale It. Letzte Woche hat uns Herr Blümle von der Yuma Technologie GmbH mit einer Live-Demonstration gezeigt, wie man eine Scale It-Serverstruktur aufsetzt. Heute wird Herr Dr. Burkhardt von der Hochschule Aalen Technik und Wirtschaft einen Vortrag mit dem Titel Schritt für Schritt zur Scale-It-App am Beispiel einer Digitalisierungslösung für ein Industrieunternehmen halten. An der Hochschule Aalen werden momentan mehrere Apps für Industrieunternehmen entwickelt. Dabei erlaubt das IoT-Betriebssystem Scale-It dem Entwickler Freiräume bei der Programmierung von browserbasierten Apps. Einige der App-Entwicklungskonzepte wird heute Herr Dr. Burkhardt in seinem Vortrag präsentieren. Vorab nun aber erst noch die Agenda. Jetzt um 16:05 Uhr wird dann Herr Burkhardt anfangen mit seinem Vortrag. Danach, so gegen 16:25 Uhr, können Sie dann eben Ihre Fragen stellen. Wie gesagt, bitte erst die Fragen über den öffentlichen Chat. Und danach werde ich noch einen kleinen Ausblick auf zukünftige Webinare geben und wir werden dann die Veranstaltung gegen 16:30 Uhr beenden. Warum überhaupt diese Webinarreihe? Das Ziel dieser Webinarreihe ist es, einer großen Zielgruppe möglichst konkret und praxisnah zu vermitteln, welche Vorteile die Scale-Technologie bietet und wie die Zielgruppe davon profitiert. Wir adressieren mit unserer Webinarreihe zwei Hauptzielgruppen. Einmal die App-Entwickler und Lösungsanbieter als Dienstleister und auf der anderen Seite die App-Nutzer aus dem produzierenden Mittelstand. Wir gehen jetzt direkt über zum Vortrag. Herr Burkhardt von der Hochschule Aalen wird heute eben unser Referent sein. Wie gesagt, sein Vortrag lautet Schritt für Schritt zur Scale-It-App am Beispiel einer Digitalisierungslösung für ein Industrieunternehmen. Ich übergebe Ihnen jetzt, Herr Burkhardt, die Moderation und wünsche Ihnen für die gut 20 Minuten viel Spaß und Erfolg. So, Sie müssen jetzt die Moderation haben, Herr Burkhardt, und Ihr Bildschirm teilen können. Ja. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Burkhardt. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Vortrag. Das Und sehen wir ja, ich einmal frei. bin, ja, wunderbar. Ja. Also, ich bin Mitarbeiter am Zentrum für Industrie 4.0 an der Hochschule Aalen im schönen Ostwürttemberg. Und Sie sehen mich hier rechts auf dem Bild mit meinem Chef, dem Herrn Professor Zimmermann. Wir verantworten gemeinsam dieses Labor Industrie 4.0 und kommen gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen, was wir hier machen. Möchte aber mit der Agenda beginnen. Und zwar habe ich meinen Vortrag in fünf Teile geteilt. Die Rolle der Hochschule im Projekt Scale-It und Vorstellungen der aktuellen vier Scale-It-Piloten. Dann möchte ich einen dieser vier Piloten etwas genauer vorstellen, sogenannte Energieeffizienz-Cockpit. Dann möchte ich darauf eingehen, wie man denn so eine App baut, Schritt für Schritt. Und auch die Brücke schlagen dann zu dem IoT-Betriebssystem Scale-It. Welchen Nutzen das speziell bringt, wenn man solche Apps baut und wenn man die dann einsetzen möchte in den Unternehmen, welchen Nutzen das bringt. Und ich komme dann zu einer kurzen Zusammenfassung. Ja, also die Hochschule Aalen, wir haben hier ein tolles Labor, großes Labor mit einer Lernfabrik auch. Die sehen Sie auf dem Bild hier mit verschiedenen Modulen, die, ja, man kann sagen, ja, echte Aktoren, Sensoren und Steuerungen enthalten, so dass man hier wirklich die I4.0-Technologien wie OPC-UA, Modbus TCP-Protokolle und so weiter und so fort, Siemens S7-Steuerung testen kann. Unsere Aufgabe ist der Technologietransfer in die Industrie. Wir sind in dem Projekt speziell Ansprechpartner für Technologiefragen, auch für den Scale-IT-Multiplikator IHK und das DigiZ in Aalen. Und wir entwickeln mit den
Softwarepartnern für Pilotanwendungen, auf die ich hier näher dann eingehen möchte. Ganz kurz, was ist denn eigentlich eine Pilot, ein Softwarepilot? Und da kann man bei Wikipedia beispielsweise nachschlagen, da findet man folgende Definition. Ein Pilotprojekt ist allgemein ein Demonstrationsprojekt, welches bei wirtschaftlich und technisch risikobehafteten Entwicklungen vor die allgemeine Einführung gesetzt wird, um Fragen der Akzeptanz, der Wirtschaftlichkeit, des Marktpotenzials und der technischen Optimierung im Feldversuch zu erproben. Und wir haben vier Unternehmen gefunden, die sich genau mit dieser, ja, die sich da identifizieren mit dieser Beschreibung eines Piloten, die also so eine Art Akzeptanzuntersuchung, nicht Akzeptanz, sondern eine Machbarkeitsuntersuchung durchführen wollen. Und ich möchte jetzt auf drei dieser vier Piloten ganz kurz eingehen, mit zwei Sätzen nur. Das ist beispielsweise hier eine Anwendung im Wareneingang, im Wareneingangsprozess, also den Wareneingangsprozess zu digitalisieren. Sie sehen hier so ein Messarm, mit dem man jetzt die Teile vermessen kann, und da entsteht ein Protokoll, und es geht darum, dieses Messprotokoll dann in der Datenbank zu speichern, zu protokollieren, den ganzen Vorgang, so dass man, dass das dann auch später noch nachvollziehbar ist, was ist da überhaupt gelaufen ist. Wir haben eine Anwendung mit, wo es um Predictive Maintenance geht. Maschinen müssen laufen. Das ist ganz wichtig für die Wirtschaftlichkeit und für die Termintreue für die Unternehmen. Und da geht es darum, an einer Maschine, speziell an einer Bandsäge, ja, die den Ausfall, ja, voraussagen zu können, möglichst so voraussagen zu können, dass man rechtzeitig dieses Sägeband wechselt. Dann haben wir eine Anwendung, Registrierung von Assets am Beispiel eines Multisensors. Also Assets sind Steuerungen, Aktoren, Sensoren. Und es geht hier darum, speziell IO-Link-Sensoren, die aus einem IO-Link-System bestehen, aus Master und Slave. Das sehen Sie hier auf dem Notebook hier liegen. Und es geht darum, diese ja, automatisch zu registrieren. Warum tut man das? Man möchte die Verfügbarkeit des Gesamtsystems damit steigern und auch die Wirtschaftlichkeit verbessern. Und das ist der dritte Pilot. Und ich komme jetzt zu dem vierten Piloten, den ich ein bisschen ausführlicher beschreiben möchte. Und das ist das sogenannte Energieeffizienz-Cockpit. Was ist das Ziel? Das Ziel ist es, die Energie, den Verbrauch an Energie in einem Unternehmen möglichst in Echtzeit und anschaulich und nachvollziehbar messen und visualisieren zu können. Also mit dem Ziel auch dann letztendlich die Energieeffizienz zu steigern und möglicherweise auch Verschwendung zu vermeiden. Das ist ein Unternehmen, die beschäftigen sich mit dem Tiefziehen von Verkleidungen in Nutzfahrzeugen. Dieser Tiefziehprozess, der ist sehr energieintensiv. Und das werden Sie nachher auch sehen, ein paar, ja, mehr oder weniger Live-Daten. Und es geht jetzt darum, diesen energieintensiven Prozess ja zu verfolgen, ein Monitoring durchzuführen. Und dazu sind Stromsensoren verbaut worden an den Produktionsanlagen. Und wir können also jetzt die Daten von diesen Stromsensoren, also die Wirkleistung beispielsweise, messen, lesen, in Datenbank speichern und das Ganze dann auch visualisieren. Mit dem Ziel auch, das Ganze dann ja auf Anomalien zu überprüfen, um möglicherweise Leckagen oder Verschleiß von bestimmten Teilen zu erkennen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn ich das Ganze jetzt wirklich richtig live zeigen könnte. Das ist so, dass wir hier von der Hochschule aus einen Zugang haben in das Unternehmen über VPN, also über ein Virtual Private Network. Das ist also so, als ob ich aus dem Unternehmen heraus ein Kabel ziehe, ein virtuelles Kabel hier in die Hochschule rein und dann direkt in dem Netzwerk, in dem Firmennetzwerk mich befinde. Das ist möglich mithilfe von der VPN-Technologie. So arbeiten wir, so kann ich dann tatsächlich immer Energie, diese Daten von den Energiesensoren lesen und entsprechend verarbeiten in dieser App, die da entstehen soll. Das birgt aber immer Risiken, so eine Live-Geschichte. Deswegen habe ich schon vor ein paar Tagen ein Video aufgezeichnet, was ich Ihnen dann jetzt gerne auch zeigen möchte. Ich hoffe, das sehen Sie jetzt, dass ich jetzt hier denn dieses Bild hier. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Ein Augenblick. 19 Uhr. Also, was Sie jetzt hier sehen, ist ein Cockpit, ja, oder ein Cockpit, Chronograph-Cockpit. Das Chronograph ist eine Anwendung,
Und diese Anwendung, die zeigt jetzt im oberen Teil, das würde ich aber hier mal ganz kurz abbrechen, damit das nicht zu schnell abläuft. Man sieht jetzt hier diese Spitzen und diese Spitzen zeigen den Energieverbrauch. Vor ein paar Tagen war das, habe ich das aufgezeichnet. Die Daten letztendlich, die werden von diesen Stromsensoren eingelesen über Modbus TCP. Das Ganze zeige ich jetzt auch noch ein bisschen näher und landen dann in einer InfluxDB-Datenbank. Ja, das ist ein Open-Source-Datenbank-Management-System. Das ist speziell geeignet für Zeitreihen und wird von der amerikanischen Firma Influx Data entwickelt. Und dieses InfluxDB-Datenbank, das steht im Ranking der Time Series Datenbank-Management-System ganz oben. Warum? Weil, ja, das hat ein sehr einfach zugängliches HTTP-API, ja, also über Hypertext-Transferprotokoll kann man darauf zugreifen. Das kann JSON-Objekte verarbeiten. Und auch ganz wichtig ist, dass es so eine Art SQL-ähnliche Sprache hat. Und das sieht man hier recht schön. Sie sehen hier so ein Select, so eine Art Query, den man hier sich mit Hilfe in dem unteren Bereich sieht man das recht schön, dass man hier sich diesen Query zusammenklicken kann. Und dann wird hier dieser Query gebaut, also dieser Text, und der wird dann auf der Datenbank ausgeführt. Und der liest dann die Daten, die man hier oben sieht, aus der Datenbank aus. Ich wechsle jetzt mal, gehe mal ein bisschen weiter, komme jetzt hier zu Node-RED. Ja, Node-RED ist die Anwendung, die ist auch schon in einer der Videos oder in einer der Webinare zuvor vorgestellt worden. Das ist also ein von IBM entwickeltes grafisches Entwicklungswerkzeug. Und die Software ermöglicht es, Anwendungsfälle im Bereich des Internets der Dinge mit einem einfachen Baukastenprinzip umzusetzen. Und man sieht hier verschiedene Knoten. Beispielsweise hier diesen ID02, das ist ein Modbus TCP-Knoten, der ist speziell verantwortlich, jetzt die Daten aus den Stromsensoren zu lesen. Wenn ich das Video jetzt nicht anhalte, sondern dass ich das fortgesetzt wird, dann sehen Sie hier auf der rechten Seite, wie diese Werte enden. Das ist die Wirkleistung, beispielsweise hier Active Power, und das ist die Blindleistung und so weiter. Und hier habe ich jetzt geöffnet einen Dialog, mit dem man jetzt die Register, die man lesen möchte, also die speziellen Register, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor und so weiter entsprechend einstellen kann. Und das ist jetzt eine Übersicht des sogenannten Stromsensors. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Das ist hier so ein Stromsensor. Das klicke ich wieder weg. Unten rechts sehen Sie jetzt den Stromsensor. Die sind verbaut beim Kunden und zu jedem Stromsensor gibt es ein sogenanntes Datenblatt. Und im Datenblatt findet man dann ganz genau, wo welche Register, auf welchen Registern welche Werte liegen. Ich werde jetzt nochmal weiterspringen, ungefähr hierher, noch ein bisschen weiter. Und bin jetzt wieder bei dem Chronograph, der jetzt entsprechend die Dinge hier anzeigen kann. Und Sie sehen jetzt oben rechts, wie ich jetzt hier auf diese Combo-Box klicke. Und man kann jetzt hier den Zeitraum, in dem man sich die Daten angezeigt bekommen möchte, auswählen. Beispielsweise die letzten 15 Minuten oder die letzte Stunde oder die letzten 6 Stunden. Und kann sich so einen Eindruck verschaffen, was ist denn gelaufen, energiemäßig gelaufen. Okay, soweit jetzt zu dieser kurzen Darstellung, wo wir gerade sind. Was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist jetzt, dem Kunden eine Anwendung in die Hand zu geben, wo die automatisch diese Daten von den Stromsensoren liest. Und wo er dann dieses Cockpit hier bekommt mit dem Chronograph und dieser speziellen Explore-Funktion. Explore ist ja forschen, also auf den Daten forschen. Man kann dann also entsprechende Daten auswählen und sich die näher untersuchen. Und was er auch bekommt, ist dann ein fertiges Cockpit, wo er dann von mindestens zwei Maschinen dann in einer Graphdarstellung die Energie, also die Wirkleistung angezeigt bekommt. Ich werde das jetzt hier beenden, diesen Stromsensor. Das kann jetzt auch weg. Und wechsle jetzt zurück zu meiner Anwendung. Zu meinem Vortrag, Entschuldigung.
komme jetzt zur Folie 10. Und zwar, wie sind wir vorgegangen bei den einzelnen Piloten? Zunächst ist es immer ganz wichtig, vor Ort zu sein. Ja, vor Ort mit den Geschäftsführern, mit den Technologen ins Gespräch zu kommen. Es ist wichtig, ein bisschen Domänenverständnis zu haben, also die industriellen Fertigungsprozesse zu verstehen. Was produziert die Anlage? Wie produziert die Anlage? Wie sehen die Abläufe vor Ort aus? Wo wird jetzt die Energie gemessen? Wie kann ich jetzt die Energie tatsächlich auch digital bereitstellen, also die Energiemesswerte digital bereitstellen? Und ganz wichtig zum Schluss auch natürlich zu überlegen, was ist denn die effektivste Brücke zwischen der analogen und der digitalen Welt, diese Brücke zu finden und dann letztendlich auch umzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, die Anwendungsfälle zu beschreiben, die Anforderungen aufzunehmen, ein Pflichtenheft zu erfassen und ein Lastenheft zu erstellen, also ein Pflichtenheft zu erstellen, wo man dann das Ganze beschreibt, wie, was ist zu erstellen und wie wird es umgesetzt. Und dann kommt es zur eigentlichen Entwicklung. Und da hilft uns Node-RED, dieses Tool, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, ja, mit den Flüssen und mit den Knoten, wo man recht einfach und gut verständlich und wo man nicht mal viel Programmierkenntnisse haben muss, wo man relativ schnell dann einfache Flüsse erstellen kann, die beispielsweise Daten lesen und Daten anzeigen. Und mit so einfachen Versuchsmodellen kann man dann schon wieder zum Kunden gehen und kann sagen, so sieht's aus und gefällt dir das nicht, was möchtest du noch mehr haben, was möchtest du weniger haben. Ne? Also so ist das Vorgehen geplant bei den vier Piloten und so sind wir auch gerade dabei, das Ganze entsprechend umzusetzen. Also wir sind ja noch mitten in der Entwicklung, das haben Sie ja gesehen. Ich kann Ihnen also jetzt noch nichts Finales vorstellen. Wie entwickeln wir letztendlich die Apps? Ja, hier steht ja agile Softwareentwicklung, Versuchsmodelle mit Node-RED. Aber wie sieht das konkret jetzt aus? Also das geht jetzt so ein bisschen an die Zielgruppe der Entwickler. Und ich habe versucht, diesen Entwicklungsprozess in vier Schritten zusammenzufassen, die Sie jetzt hier auf dieser Folie sehen. Zunächst geht es darum, Source Code zu schreiben. Wie hat man früher Software entwickelt? Früher hat man noch in C und C++ Anwendungen und Programme entwickelt, die aus mehreren Funktionen bestehen in der Regel und teilweise in Libraries, also Bibliotheken, implementiert sind oder implementiert worden. Heute ist es so, dass man viel mehr Programmiersprachen hat. Es gibt Java, es gibt Python, es gibt Node.js als serverbasierte Programmiersprachen, es gibt .NET als Framework. Und all das kann man heute auch im Rahmen von Scale-It einsetzen. Also wenn hier steht Source Code, dann bedeutet das, es ist das eigentliche Programm, was man in einer beliebigen Programmiersprache erstmal programmieren kann. Und dann muss man das Ganze dockerisieren. Was bedeutet es jetzt hier, diesen Source Code zu dockerisieren? Also seit wenigen Jahren gibt es Docker. Docker ist eine freie Software zur Isolierung von Anwendungen mit Container-Virtualisierung. Also Docker vereinfacht die Bereitstellung von Anwendungen. Also wir können jetzt hier auch von Apps sprechen, weil sich Container, also diese dockerisierten Apps, die dann auch alle nötigen Pakete enthalten, also diese Bibliotheken, leicht als Dateien transportieren und installieren lassen. Und ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, dass es da sogenannte Container gibt und dass es da Images gibt. Darum geht es jetzt gar nicht unbedingt, sondern ich möchte jetzt mal bei den Containern bleiben. Container gewährleisten grundsätzlich Trennung und Verwaltung der auf einem Rechner genutzten Ressourcen. Ja, was sind das für Ressourcen? Das ist natürlich der Programmiercode, also in C oder C++ oder Java, was auch immer. Das ist die Laufzeitumgebung, ja, zum Beispiel .NET als Laufzeitumgebung. Das sind Systemwerkzeuge, können auch Systembibliotheken sein. Also alles, was auf einem Rechner installiert werden kann. Und all das nutzt genau das, also diesen dockerisierten Source Code, mit der Laufzeitumgebung und all dem, was es braucht, um so eine Anwendung zu bauen, das nutzen wir für unsere Scale-IT-Apps. Also man kann auch, könnte das auch so formulieren, wir schreiben wie früher unseren Code, ja, unsere Programme und Bibliotheken und packen diese mit Laufzeitumgebung und Systembibliotheken
in einen Container. Und deswegen spreche ich hier von Dockerisieren. Und Sie haben ja, ich habe Ihnen ja vorher den Flow gezeigt, der in Node-RED geschrieben ist, also in dieser Flow-Sprache hier. Und dieser Code wird mit der Laufzeitumgebung, bei Node-RED ist das Node.js, also in einen Container gepackt und kann dann sowohl auf meinem Arbeitsrechner als auch auf dem Betriebssystem Scaled ausgeführt werden. Also das ist die Basis, dass wir zunächst mal diesen Source Code dockerisieren. Ich komme dann zu dem zweiten Punkt. App formatieren. Das bedeutet so viel wie etwas in eine bestimmte Form bringen. Das heißt, das bedeutet also so viel, dass, und jetzt möchte ich nochmal sagen, dass ich ja hier eine gestrichelte Linie, Sie sehen eine gestrichelte Linie, und all das, was ich jetzt in diesen ersten beiden Punkten erkläre, findet alles noch auf meinem Arbeitsrechner, auf meinem Entwicklungsrechner statt. Erst ab Schritt 3 kommen wir dann, wird das Ganze dann auf Scaled selber ablaufen. Also, bin noch bei Punkt 2, App formatieren. Das heißt, da geht es um eine Vorbereitung dieser App, die wir entwickeln wollen, auf die Betriebsumgebung Scaled. Auf Scaled gibt es einen Ranger zum Beispiel, Software Ranger. Ranger kann man sagen, heißt übersetzt Farmer. Und dieser Farmer ist also der Herr über alle entwickelten Container. Also das ist so eine Art Verwaltungswerkzeug für Container. Und diesem Verwaltungswerkzeug für Container muss man unter anderem mitteilen, um was für einen Container es sich handelt, welchen Namen er hat. Und dafür gibt es sogenannte Ranger Compose Files. Aber das ist schon wieder sehr detailliert, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber in diesen Files kann man dann zum Beispiel auch die Benutzerschnittstelle der App beschreiben. Zum Beispiel, welche Einstellungen vor Betrieb der App noch vorgenommen werden müssen. Beispielsweise am Beispiel der Energiecockpit-App bedeutet das, dass man die IP dieser Stromsensoren eingeben, also editieren oder konfigurieren können sollte. Müsste, ja. Aber dieser Ranger kann noch viel mehr, der kann noch skalieren, also der kann Rechen- und Speicherkapazitäten bestimmten Containern zuweisen, hat also eine ganz große Leistungsfähigkeit. Die Schritte 3 und 4 möchte ich jetzt nur verkürzt darstellen, weil diese Schritte 3 und 4 möchte ich dann in 2 Wochen, da findet ein weiteres Webinar statt, noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Im Schritt 3 ist es so, da steht App im Lab registrieren. Lab steht für Local App Pool. Denn diese fertigen Container mit den Beschreibungen aus diesem App-Formatierungsprozess, die landen letztendlich auf dem Ranger. Und diese Container werden dann auch in diesem lokalen App-Pool auf Scaled registriert. Ja, dieser Ranger, also Scaled hat ja einen App-Pool, wo die ganzen Apps gelagert sind. Von dort aus kann man die Apps dann entsprechend starten. Und zwar so starten, wie Sie das auch kennen von Ihrem Smartphone, wenn Sie dann beispielsweise bei Android irgendeine App installieren wollen. So ist es dann auch auf Scaled. Also der lokale App-Pool enthält, wie es der Name das auch sagt, alle Apps. Und dafür existiert auf Scaled eine Docker Registry und ein GOX. Ja, GOX ist ein Git-Service, der auf Scaled gehostet wird, und Git selbst ist eine freie Software zur Verteilung oder zur verteilten Versionsverwaltung von Source Code. Das passiert alles hier in diesem App im Lab registrieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt geht es natürlich darum, diese App auch aus diesem Local App Pool zu installieren und zu starten. Genau, das würde ich dann im nächsten Vortrag noch etwas detaillierter darauf eingehen. Auch aus Zeitgründen möchte ich jetzt nochmal auf einen wichtigen Punkt eingehen. Und zwar die Frage stellen, warum ist das geschilderte Prozedere für den Softwareentwickler notwendig? Ja? Und zwar, das ist deswegen wichtig, damit der Anwender, wie versprochen, mit nur einem Klick eine App aus dem lokalen oder globalen App-Pool starten kann. Das muss also für den Anwender möglichst einfach sein, so wie er es auch kennt von seinem Smartphone her, muss es möglichst einfach sein, so eine App zu starten. Und genau deswegen muss auf der Entwicklungsseite sehr viel Aufwand getrieben werden, damit dann diese App auch tatsächlich so einfach zu starten ist. Also diese Ein-Klick-App-Installation, das ist ganz wichtig. Was braucht es dafür für Kompetenzen?
Man muss natürlich programmieren können, man muss sich ein bisschen Verständnis haben für serverseitige Anwendungen, man muss sich ein bisschen mit Docker auskennen, mit Git und mit Ranger. Und der Softwareentwickler versucht, sollte sich möglichst auf den eigentlichen Code konzentrieren müssen, den er zu entwickeln hat. Und Scale-It hat jetzt den großen Nutzen noch für den Entwickler, dass es viele Dinge bereitstellt, die der Programmierer ganz einfach nutzen kann, wie zum Beispiel ein HTTPS, also Zertifikate, um die Datenübertragung sicher zu machen zwischen dem Browserfenster, der Browseranwendung und der Scale-It-Anwendung, also auf der Serverseite. Auch eine Benutzeranmeldung, dass man mehrere Benutzer hinterlegen kann, die dann bestimmte Rechte haben, Lizenzmanagement, dass bestimmte Apps dann bestimmte Laufzeit haben oder nur eine bestimmte Anzahl von Benutzer. Dann all das sind wichtige Funktionen, die dann als Sidecars noch zur Verfügung gestellt werden und um die sich der Entwickler nicht kümmern muss. Das bietet das Scale-It-System und das ist der große Nutzen der zusätzlichen Scale-It-Komponenten, die man auch als Sidecars bezeichnet. Ja, dann komme ich auch schon aufgrund der voranschreitenden Zeit zu einer kurzen Zusammenfassung. Zwei Dinge sind mir wichtig, die ich zum Schluss nochmal zusammenfassen möchte, weil es vielleicht jetzt sehr schnell ging zum Schluss. Scale-It bietet dem Benutzer die Möglichkeit, eine App mit wenig Aufwand aus dem lokalen oder globalen App-Pool zu installieren und auszuführen. Auf der Entwicklungsseite ist dafür aber umso mehr Arbeit zu leisten. Ja. Aber viel davon wird auch durch das Scale-It-System, durch die Softwareinfrastruktur dem Entwickler abgenommen. Ja. Und das, was eigentlich der Anwender von einer professionellen App, von einer Industrie 4.0-App erwartet, dass sie sicher ist, dass sie zuverlässig funktioniert, dass es ein Lizenzmanagement und ein Update-Mechanismen gibt, all das leistet Scale-It über die entsprechende Softwareinfrastruktur. Auf das eine oder andere werde ich dann in 2 Wochen noch etwas näher eingehen und möchte mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Herr Dr. Burkhardt, für den sehr interessanten Vortrag. Im Chat sind jetzt keine Fragen gekommen. Deswegen, falls Sie Fragen haben, einfach entmuten und Herrn Burkhardt direkt die Frage stellen. Gibt es Fragen? Klaus hier, ich hätte eine Frage, und zwar, wie lange schätzen Sie, dass jemand braucht, der, sagen wir mal, elementare Kenntnisse hat, wie man mit PC umgeht und Excel, Word, wie auch immer gut beherrscht, so einen Modbus-Wert irgendwie in eine Datenbank zu packen? Als Anwender, nicht als App-Ersteller. Können Sie da eine Schätzung mal versuchen? Als Anwender. Der Anwender soll ja eigentlich jetzt nicht unbedingt programmieren, Herr Klaus, oder? Habe ich Sie jetzt falsch verstanden? Also der Anwender, der die App anwendet, der ja das Node-REPT dann aufmacht und da ein bisschen was tun soll mit der App. Ja, das will ja nicht. Das soll ja nicht das Node-RED aufmachen. Das Node-RED läuft ja. Das soll ja im Hintergrund laufen und die Daten von den Stromsensoren einlesen. Und das Cockpit, der Anwender soll nur noch mit dem Cockpit arbeiten, also das eigentliche Monitoring durchführen. Okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, klar, das macht natürlich Sinn, dass die App installiert wird und dann tut die und fertig. Okay, passt. Gut, okay. Dann noch schneller für den Anwender eigentlich. Danke. Okay, wenn dann keine weiteren Fragen sind, wir sind nämlich schon etwas in der Zeit vorangeschritten, dann bedanke ich mich nochmal sehr, Herr Burkhardt, und wir freuen uns dann in 2 Wochen auf Ihren nächsten Vortrag. Jetzt noch kurz von meiner Seite aus noch ein paar Informationen, nämlich den Ausblick auf die kommende Webinar-Themen und Termine. Es geht jetzt weiter am 17.06. mit dem Herrn Fabian Schmid von Seele, und zwar mit dem Thema Scale-It, Handwerk und Digitalisierung. Am 24.06., wie eben schon Herr Burkhardt angekündigt hat,
wird Herr Burkhardt dann einen Vortrag halten über App-Deployment für Scale-It am Beispiel einer Digitalisierungslösung für ein Industrieunternehmen. Noch weitere Informationen. Seit Ende April können Sie sich nun in unregelmäßigen Abständen über konkrete Aspekte von Scale-It informieren. Und zwar wann? Immer Mittwoch, 16 Uhr mit 30 Minuten Dauer. Immer über GoToMeeting und unsere Zielgruppe sind Anwender, Entscheider oder Entwickler, eben abhängig vom Thema. Hier noch abgebildet die Webpage für unsere Webinarreihe und eben für unser Feedbackbogen, wo Sie einfach mal angeben können, wie Sie unsere Webinare empfinden, was ist gut, was können wir noch verbessern. Dann hier noch einige Kontaktadressen für unterschiedliche Aspekte von Scale-It, eben die Genossenschaft oder auch App Store und eben die Frau Hoffmann für die Scale-Net-Treffen und eben mich eben für die Webinare. Dann möchte ich mich noch bedanken für das heutige Publikum und ich wünsche Ihnen dann bis kommende Woche eine gute Zeit. Tschüss!